Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Harzer Tourismusverband, der macht sich Sorgen. Und er macht sich Sorgen wegen dem Fichtensterben im Harz. Der Harzer Tourismusverband schlägt jetzt Alarm, denn die Angst ist groß, dass die Gäste ausbleiben. Viele Stammgäste sollen wohl so bestürzt sein, dass sie in die Region nicht mehr wiederkehren wollen. Im Harz sterben die Fichten ab. Und zwar zu Hunderten von Hektar. Das sieht schlimm aus. Und jeder, der dort Urlaub macht, kann das sehen und wird damit konfrontiert. Man kann dem gar nicht aus dem Weg gehen. Das Baumsterben, das folgt einem auf Schritt und Tritt. Und man wandert Kilometer um Kilometer und Stunden durch tote Wälder. Solche Bilder machen nicht nur dem Tourismusverband Angst, das macht den Touristen Angst. Und die bleiben weg. Stammgäste bleiben weg. Da will man keinen Urlaub machen. Aber es gibt natürlich noch Urlaubsgäste, die im Harz Urlaub machen. Und von solchen Urlaubern wollte ich wissen, warum sie da noch Urlaub machen. Der erste Grund ist Gewohnheit. Es gibt wirklich Leute, da ist das so eine Familientradition. Die sind schon mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter als kleines Kind gekommen, als kleiner Dutz. Und jetzt kommen sie eben wieder, weil man macht das halt so, nicht? Das ist so eine, wenn man so will, so eine Familientradition. Das ist Gewohnheit, ja? Oder das sind Anwohner, die gehen seit Jahren halt in den Nationalpark und naja, und jetzt da sterben halt die Bäume. Okay, dann geht man halt trotzdem noch hin. Ja, wo soll man auch sonst hingehen? Also man hat ja wenig Alternativen und dann geht man halt durch tote Fichtenwälder. Also der erste Punkt ist wirklich Gewohnheit, Tradition. Es gibt einen zweiten Grund, den ich ganz häufig gehört habe. Das ist, im Grunde genommen ist es gar kein Grund, es ist Schulterzucken. Der Wald stirbt. Das ist halt so. Ich meine, wir können es ja nicht ändern. Was soll man machen? Tja, gut, Klimawandel wird gesagt und Borkenkäfer. Ja, gut, ist so. Und wir sehen das gar nicht. Also irgendwo muss man ja Urlaub machen und dann machen wir halt hier Urlaub und machen hier unseren Ausflug hin. Ja, ist auch nicht so schlimm. Das wird schon wieder, ne? Ja, so eben. Ja, es gibt noch einen dritten Grund, den ich nicht so häufig gehört habe, aber manchmal, da haben einige tatsächlich gesagt, ja, wenn man so will, ist das Katastrophentourismus. Wir haben das im Fernsehen gesehen, also der Wald stirbt im Harz, Borkenkäfer und so weiter. Und wir wollten uns das mal persönlich angucken. Also wenn man so will, wir wollten mal live dabei sein, nicht? Also wenn man zynisch wäre, es gibt tatsächlich Leute, die machen da Selfies, ne? Mit Selfie-Sticks. Also man sieht Chinesen, die gehen dahin, ja, Brücken, Harz, ja, da muss man gewesen sein als Tourist. Und dann laufen die da mit ihrem Selfie-Stick und machen da Selfies im Hintergrund, nur tote Bäume. Das ist irgendwie, ja, ist ein Thrill, das ist irgendwie, ja, wie ein Verkehrsunfall, ne? So, es ist schrecklich, aber man muss immer wieder hingucken und man war live dabei, ja, also Waldsterben in Deutschland und wir waren live dabei.
Katastrophentourismus. So, das waren die Gründe, die ich herausgefunden habe bei meinen Befragungen von Touristen im Harz. Mich würde interessieren, ob Sie vielleicht noch andere Gründe haben, wenn Sie dort im Harz Urlaub machen. Fände ich ja mal spannend. Wenn Sie noch andere Gründe haben, dann schreiben Sie es doch unten einfach in den Kommentar. Ich würde mich freuen. Tschüss.